No Man's Sky. Ja, hallo. Ich bin zusammen zocken und spiele eine weitere Runde No Man's Sky, wo ich schon lange nicht mehr weitergezockt habe. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie war denn der Stand der Dinge überhaupt? Also ich bin auf einer Raumstation, ja. Und wie waren denn die Missionsziele? Der automatischen Raumschifflenkung folgen. Das Raumschiff hat in diesem System eine Warpzelle-Quelle gefunden. Folge dem automatischen Lenksystem, um sie zu lokalisieren. Ah ja. Ich glaube, ich erinnere mich leicht daran. War ich denn schon auf beiden Planeten? Ja, wie es aussieht, war ich da schon? Hier hatte ich, 25 Wegpunkte gefunden. Und hier? Nur 9. Ach so, nee, das ist die Fauna. Hier waren es 2. Mhm. Ja, gab es denn noch irgendwo... Da ist... Treibstoffquelle. Gut, das könnte man sich erstmal angucken. Wie sieht es denn inventarmäßig aus? Auch noch gut viel Platz eigentlich. Da ist alles voll, da ist alles voll, also an Energie. Hier Warp-Energie. 20%. Okay, ich glaube, dann ist das, kann ich da mit einem Sprung machen, glaube ich. Okay, dann würde ich doch sagen, dann gucken wir uns diesen ein, was war das? Treibstoffquelle oder so, ne? Das gucken wir uns doch mal an. Ja. Erstmal hier so ein bisschen raus. Oh Gott, ich muss alles wieder lernen, wie das mit der Steuerung und so weiter war. Ich war wirklich schon sehr lange nicht mehr hier drin. Und die letzten Aufnahmen habe ich ja, vielleicht habt ihr es gesehen oder vielleicht auch nicht. Ich hab die ziemlich so an ein Stück gemacht oder dann auch zusammengeschnitten und nicht kommentiert. Also ohne Mikrofon daran gespielt. Weil mir das Ganze zu monoton geworden war. Ja. Und dann immer wieder das Gleiche mehr oder weniger machen zu müssen. Und das immer wieder das Gleiche dann zu kommentieren, war mir dann so ein bisschen zu doof. Deswegen habe ich gesagt, gut, ich bin schon neugierig zu wissen, wie das so weitergeht hier. Aber dann spiele ich das einfach ohne Kommentieren und ohne Mikrofon. Nehme es aber trotzdem auf, weil ich das auch ganz gerne haben möchte, die Aufnahme. Weil wer weiß, was da doch passiert. Und das eine oder andere war doch neu
gekommen, so zum Beispiel Frachter und diese Weltraumschlacht, kann man sagen. Ja, und die neuen Kontakt, neue Zivilisation in diesem Sternensystem. So, gleich bin ich aber hier. Wie war, oh Gott. Bremsen. Ich wusste gar nicht mehr, wie das Bremsen geht. Aha. Ich glaube, da wollen wir hin. Ja, gut. Okay, das ist so ein Monolith. Wie ihn schon mehr oder weniger schon öfters mal gesehen haben. Okay, gucke ich mir den mal an. Beziehungsweise erstmal die Wissenssteine aufmachen. Korvax. Korvax Wörter. Ruhig. Das andere war giftig. Dann ist hier noch eins. Reisender. Und ich wette, in der Umgebung hier sind irgendwo noch weitere zu finden. Die man ganz besser, da ist noch eins, ja. Dass man am besten, bevor man ans Monolith geht und da vielleicht ein Rätsel, Wahrscheinlichkeit, ein Rätsel lösen muss, was wofür man halt Wörter braucht. Ein Wortschatz, ein größerer Wortschatz bräuchte. Da macht es dann schon Sinn. Nach. Da ist ja noch eins, oder? Siehste. Dann nach mehr Wörtern zu suchen, die an einen Monolith drumherum für gewöhnlich existieren können. Bitte. Das ist ein gutes Wort. Ich glaube, bitte könnte man ganz gut gebrauchen. So, wie sieht's denn mit Ressourcen aus? Hier ist Plutonium, Tamium habe ich. Da ist Kohlenstoff. Eisen. Okay. Also nicht so viel. Außer Tamium. Da war, glaube ich, eine größere Menge vorhanden. Die Vegetation, die kam mir so ein bisschen komisch vor. Habe ich hier nicht so viel gescannt? Moment. Hä? Aha. Hm.
Das verstehe ich nicht. Bin ich denn auf einer dritte Galaxie? Sieht so aus. Wann bin ich denn da hingekommen? Sechs Planeten. Ich dachte, ich wäre hier noch. Aha. Das ist mir neu. Dominante Lebensform Korvax. Das erklärt einiges. Ah ja. Ja, dann scanne ich doch mal ein bisschen. Wieso sagt mir das denn keiner? Ich dachte nur, diese Bäume. Also. So halt echte. Sehen ja aus wie echte Bäume. Dachte nur so. Ah, die habe ich doch noch nie gesehen. Dass Bäume so aussehen können. Wie wir sie kennen, ne? So. Das war mir neu. Das ist mir halt erstmal aufgefallen. Nicht, dass ich das den Planeten nicht erkenne, als neu erkenne, obwohl es ist mir nicht aufgefallen, ne, dass diese Oberfläche ist ja verschneit. Und das habe ich auch noch nie gehabt. Ist mir nicht aufgefallen. Ach, guck. Ja, es ist verschneit, deswegen ist die Vegetation, denke ich, aus dem Grund vielleicht nicht so üppig. Wärmeschutz oder Kälteschutz? Ich bin nur hier reingegangen, um ein bisschen. In einer Höhle mal zu scannen. Und wegen einem Temperaturschutz. Ich glaube, ich gehe wieder raus. Keine Lust, noch tiefer reinzugehen. Das nehmen wir doch gerne mit. Habe ich die eingescannt? Ja. Ah, mir ist was eingefallen. Einen Moment. Ich muss natürlich auch den Timer stellen. Ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, hier. Okay, was haben wir jetzt? Sieben Floras.
Okay, ich guck mal auf diese Seite. Da ist Plutonium gewesen. Ja, dann bin ich wohl schon weitergereist. Muss ja wohl. Eisen und Zink. Ich glaube, Eisen könnte ich auch ein bisschen einsammeln. Was war das? Also die Tierwelt scheint auch nicht sehr umfangreich zu sein. Hier auf diesem verschneiten Planeten. Da ist Iridium. Gold ist auch zu finden. Was ist das? Da war eine Kiste, ne? Ich glaube, das, was ich da bekommen habe, ist von den Kovacs, oder? Ah, ne. Gek. Nip. Das wird da wohl wahrscheinlich von den Gags für die Gags sein oder so. Oder von den Gags. Da kommt Wasser, glaube ich. Ich gucke mir das mal an. Und Fragezeichen oder sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also so ein interessanter Ort. Ja, wie kalt muss das jetzt wohl hier sein? In dem Wasser. Aber vereiste... vereistes Sehen gibt's, glaube ich, nicht. Oder? Ich glaube nicht. Na? So, ich glaube, weiter weg will ich nicht gehen von dem Monolithen. Ich wollte auch nur schauen, ob es noch mehr... Au. Oh. Mist.
Ob es noch mehr... Na, ihr wisst schon. Wortdings zu finden sind. So, ach so, da ist... ja, ich hol mir das. Wenn... Meistens brauche ich dafür Eisen. Das werde ich, glaube ich, nicht haben. Bevorstehender Sturm? Ja, Eisen brauche ich. Was? Ja, hier war doch eine Höhle, oder? Aha. Aber hier war doch eine Höhle. Sturm? Oh Gott. Minus 104. Okay. Ich wärme mich erstmal hier ein bisschen auf. Ich wusste noch gar nicht, dass es in Höhlen so ein Echo existiert. Das ist ja schön. Wie sieht's denn aus mit Energie? Ach, hab ich. Okay. Können wir wieder raus? Woher muss ich denn? War das hier? Oh oh, ich glaube, das war nicht der Ausgang. Da geht's nicht raus. Oh Gott, wie komme ich denn hier wieder raus? Ich bin doch nur ganz kurz hier reingegangen. Hier. Oh ja, ein Sturm. Ein Kältesturm. Ach, wirkt sich enorm auf unsere Kälteschutz. Nicht das, ja, gut, okay, dann möchte ich zu meinem Schiff erstmal und kümmere mich gleich um das, um den Monolithen. Nee, stabilisiert sich nicht. Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Ja. Das habe ich mitgekriegt. Puh.
ganz schön unfreundlich da draußen. Keine Ahnung, wie lange so ein Sturm anhalten kann, ne? Das weiß ich halt nicht. Ach, Nanithaufen habe ich ja auch fast aufgebraucht das letzte Mal. Das wusste ich auch nicht mehr. Dann ist ja gut, dass ich das gemacht habe. Diese Maschine oder Gerät zu reparieren. So, die Frage ist jetzt, habe ich die Zeit, um den Monolithen Ach, ich glaube, der Sturm hat sich gelegt, oder? Nee, doch nicht. Ich mach das jetzt mal. Tribut an Gairak Fassi. Anomalieaufspürungsprotokolle werden bereitgestellt. Diese Struktur unterscheidet sich von allem, was ich auf meinen Reisen bisher gesehen habe. Alles an ihr ist so offensichtlich fremd und gehört so offensichtlich nicht an diesen Ort. Als ich sie anstarre, bilden sich in meinen Gedanken Worte ein seltsamer Auszug aus einer zerbrochenen Sprache. Ist das Reisender? Ist das Freund? Kann ich nicht beides sein? Es ist Freund, es ist Reisender. Ja. Also ich tendiere zu Freund, um nicht in Gefahr zu laufen, als Feind angesehen zu werden. Ja, dann nehme ich Freund. Es fühlt sich seltsam an, auf die Frage zu antworten, von denen ich nicht genau weiß, ob sie mir überhaupt gestellt werden. Ja, das stimmt. Aber offensichtlich ist irgendwas auf meine Antwort aufmerksam geworden. Mich überkommt das Gefühl, dass etwas erwacht ist, dass mich etwas beobachtet. Eine weitere Frage wird geformt. Ist es Ersteres? Ist es Letzteres? Von was? Von der Frage von vorhin? Von der vorherigen Frage? Seltsam. Also, dann nehme ich Letzteres, oder? Es ist Ersteres? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie mit mir gesprochen wird. Dieser Monolith ist uralt und ich werde das Gefühl nicht los, dass er diese Fragen schon unzählige Male gestellt hat. Er fragt noch einmal. Hat es das karmesinrote Auge gesehen? Hat das karmesinrote Auge es gesehen? Beides. Ich weiß es nicht. Habe ich ein karmesinrotes Auge gesehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht nehme ich aber beides. Wahrscheinlichkeit einer Anomalie übersteigt die Sicherheitsparameter. Durchbruch entdeckt. Alarm, Alarm. Die Grenzen fallen. Die Mauern stürzen ein. Dein Universum wartet. Finde uns, Reisender. Oh. Aha. Habe ich das gelöst? Wahrscheinlich.
Oder gab es überhaupt was zu lösen? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. Dann. Ich glaube, der Sturm hat sich jetzt wirklich gelegt. Tja. Was haben wir denn? Ja. Tja. Also ich habe eine Warp-Zelle bekommen. Die kann man auch hier reinladen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Soll ich mit dem Raumschiff ein bisschen hier rüber fliegen? Ja, vielleicht. Ja, das könnte man machen. Das könnte man ganz gut machen. Na, ich will hier rein. Okay. Jetzt ist noch die. Ach, hier hat sich was getan. Deinen Wohltäter lokalisieren. Der Monolith hat eine seltsame Nachricht enthüllt. Die Grenzen fallen, die Mauern stürzen ein, dein Universum wartet. Finde uns, Reisender. Nutze im Weltraum die Galaxiekarte, um nach Hinweisen zu suchen. Aha. Das heißt, ich könnte auch schon weiter, ja, weiter voranschreiten in der Galaxie. Aber auf diesem System sind 6 Planeten vorhanden. Ich weiß nicht, ob ich direkt weiter möchte. Hier ist zum Beispiel ein Fragezeichen. Ohne mich ein bisschen auf dem Planeten umgeguckt zu haben. Eigentlich möchte ich das nicht. Aber eigentlich möchte ich auch, dass es weitergeht, ne? Aber dann ist die Frage, wenn es so schnell weitergeht, ob ich nicht Sachen verpasse. Ob ich nicht aufleveln sollte oder so, ne? Also meine Ausrüstung aufzuleveln, ich glaube. Also mein Anzug ist ja, glaube ich, schon auf höchste Stufe. Da habe ich, glaube ich, alle Inventarplätze gefunden. Das kann ich nicht, wahrscheinlich nicht mehr verbessern. Ja, die Waffe, natürlich kann ich die Waffe verbessern. Ach, guck mal. Eine Wortkiste oder wie das heißt. Und das, den Raumschiff natürlich auch. Ja. Hoch. Ach, und eine beschädigte Maschine direkt hier dran. Dafür brauche ich wieder Eisen. Müsste reichen. Und dann kann ich mir auch noch erstmal die. Ach, da ist noch eins. Sehr schön. Und noch eine Kiste.
noch die Taschen voll machen, bevor ich weiter zum nächsten Planeten oder nächsten Galaxiezeit reise. Hier auf diesem Planeten zum Beispiel sollte ja Gold zu finden sein. Ach ja, es ist ja plötzlich sonnig, ne? Aber minus 61 Grad. Ich habe noch kein einziges Lebewesen entdeckt. Was ziemlich seltsam ist. Weil so schlimm ist der Planet auch nicht. Ach, guck mal. Hä? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Aber mein Aufzug ist ja, glaube ich, schon komplett. Kann ich das verbessern? Ach ja, doch. Ich kann es verbessern. Ja, dann her damit. Was ist das für ein Ding? Ja, Iridium, dachte ich mir. Ob da in den Wasser Lebensformen zu finden sind. Da ist noch so eine Maschine. Ja, das lohnt sich alles nicht, jetzt darunter zu gehen. Ich glaube, ich nehme mir lieber mein Raumschiff nochmal. Ja. Da ist ja noch einiges möglich hier. Ja, Kürbispflanze. Das kann direkt mal weg. Bevorstehender Sturm. Okay, dann fliege ich noch mal ein bisschen weiter. Ach, guck mal, da ist. Da sehe ich doch schon was. Was? 5 Minuten? Ja, na gut. Fliegen wir in diese Richtung. Ach so, 5 Minuten, weil ich stand. Ja. Ach, schon wieder ein Anzugs-Upgrade. Naja. Ist doch nicht schlecht. Sturm wütet.
ist eine Kiste. Dann gehen wir mal zu der Kiste. Ah ja. Sehr schön. Das, das. So, gibt es hier im Umkreis noch irgendwas Interessantes? Besonderes? Nein. Ja, ja, deswegen renne ich nochmal schnell ins Raumschiff. Dann sortieren wir mal hier ein bisschen. Ich dachte, ich hätte Nanit aufgenommen. Verrostetes Material. Na gut, solange ich Platz im Inventar habe, kann das mal drin bleiben. Acht Zink kann ich auch rüberschieben. Na, jetzt habe ich zwei Plätze belegt. Ach so, aber das kann wieder zurück. Hä? Wo ist es denn jetzt? Moment. Übertragen. Was habe ich denn vorhin gemacht? Aha. So. Plutonium. Also wie Platz habe ich nicht. Kohlenstoff habe ich, glaube ich, hier auch nicht drin. Okay. Ah, Sturm hat sich aufgelöst. Das ist gut. Dann halten die auch nicht so lange. Das ist gut, das zu wissen. Dass die nur von kurzer Dauer sind. Was haben wir hier? Ach, Nickel. Oh, das ist nicht so interessant. Und das auch. Nickel war, glaube ich, auch gar nicht so wertvoll. Oh. Oh. Iridium. Ach so, es ist viel wertvoller als Iridium zum Beispiel. Ja, stimmt. Iridium war auch gar nicht wertvoll. Aber man braucht das für ihr als ihr. Hier hoch. Wofür braucht man das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Für irgendwas brauchte man das. Kriege ich denn aus dieser Entfernung? Nee, ich, ach so, kriegt man ja kaum was. Das klappt so nicht. Hier, Nickel. Das klappt so nicht. Dann komme ich den doch ein bisschen näher. Ich glaube von der anderen Seite. Weil ich habe keine Lust, darunter zu gehen. Das sieht so tief aus. Oder? Ich dachte, ich hätte Gold gesehen. Nein, 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 nein. Das war eine Halluzination.
Fortschritt eines Mineral, was? Minenlaser erforderlich. Damit geht das nicht. Ja, mittlerweile kriege ich Nickel. Bisschen. Dann reicht mir das fast wieder. Oder ich könnte vielleicht ein Raumschiff, ja, Inventarplatz voll machen. Löcher in den Käse bohren. So fühlt sich das an. So, das reicht mir, glaube ich. Ja. Okay, dann ach, mein Energieschild oder wie heißt das, Lebenserhaltungsschild ist auch fast wieder leer. Genau. Aber oh. Ich habe ja keinen Grund, da mir Sorgen zu machen. Habe ich eigentlich diesen Wegpunkt schon aktiviert? Ich kann mich nicht erinnern. Nein. Okay. Denn mein Raumschiff aus? Ach ja, hier brauchen wir Eisen. Gut. Ich flieg noch mal ein bisschen weiter. Da ist ein Fragezeichen. Ganz in der Nähe. Ja, gut. Achso, Moment. Moment. Auch schön, oder? Okay. Fragezeichen. Wo war es denn? Hm.
War es denn? Ach nein, wieso ist es denn jetzt weg? Was? Absprungkapsel. Kenne ich die schon? 5 Minuten. Ach, da ist auch ein Fragezeichen. Da oben. Das sieht interessant aus. Ich glaube dann. Wo ist es denn jetzt hin? Warum ist es weg? Ach, da ist es. Das habe ich ja noch nie gesehen. Warte mal, erstmal hier mich umgucken. Ah. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Gerade jetzt, wo es spannend wird. Aber ich glaube, das gucken wir uns noch an. Ist das ein Fenster, was aufklappt, wenn man sich dem nähert? Aha. Aber von innen ist es auch nichts anderes. Korabax hat sich verbessert. Als wir so überall auch herkennen. Aha. Interessant. Und was ist das? Ein Kanister, eine Dose. Witzig, das mit dem Fenster. Ja. Tja, das war's dann mal wieder. Genau, Temperatur stabilisiert sich und dann muss ich hier einen Schnitt machen. Keine Lebensform entdeckt von angegeben. Ach so, es gibt auch keine. Ah, aha. Okay. 4 Wegpunkte. Wieso ist denn das hier rot? Was ist denn da passiert? Ach so, entdeckt von Flergendergen. Ah. Ach so. Dieses System wurde schon entdeckt. Das wurde schon von jemand anderes entdeckt. Aber der Planet von mir? Aber auf dem Planet selber gibt es einen Wegpunkt, das schon mal entdeckt wurde? Aha. Gut, ich verstehe nicht ganz, aber gut. Am 14.08.2016. Das ist schon eine Weile her. Über ein Jahr. Interessant. Interessant. Flergendergen. Flergendergen. Das ist sehr interessant. Das müsste man nachschauen im PSN, ob man den findet als User. Okay, Leute. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.